Deine Stimme, einen Augenblick lang klang sie wie ein Lied. Die Skulptur ist wieder vollkommen still. Eine plötzliche Wärme durchströmt deinen Körper, ein Nervenschock, der sein Gleichgewicht stabilisiert. Eine überwältigende Empfindung der Berührung erfüllt deinen Verstand. Du fühlst Schritte und Wind, aber nicht auf deinem Gesicht oder deinen Gliedern. Einen Augenblick später beginnt die Flut an Informationen einen Sinn zu ergeben. Du fühlst den Wind, der gegen den Turm bläst, und selbst das Gewicht deiner eigenen Füße, als wäre der Turm eine zweite Wirbelsäule. Nachdem diese Verbindung nun geknüpft wurde, spürst du, wie dein Bewusstsein sich von diesem Ort zurückzieht. Nicht als Reisender, sondern als jemand, der die Welt von unendlich weit entfernt sieht. In diesem Augenblick gibt es nichts, was du nicht sehen kannst, obwohl du nahezu alles gleichzeitig siehst. Du wirst von einer Flut der Empfindungen überrollt, die schwer zu verstehen ist. Du siehst einen Turm an der Kreuzung eines uralten steinernen Bauwerks, zwei Mauern, die sich bis zum Horizont erstrecken. Am Fuß dieses ewigen Turms verhalten Siedler und Händler sich in jederlei Sicht völlig unbesorgt. Sie schuften unter den wachsamen Augen unerbittlicher Zuchtmeister. Als der Schatten des Turms auf sie fällt, ändert sich die Stimmung. Die Seele halten in einem gemeinschaftlichen Gefühl des Unbehagens inne und blicken gen Himmel, zu dir. Manche der Gesichter, in die du blickst, sind vertraut. Du erkennst diesen Ort als Letians Kreuzung, wo du während des Krieges gedient hast. In der Nähe der Siedlung, die am Schnittpunkt der uralten Mauern errichtet wurde, siehst du eine Bresche in dem gewaltigen Mauerwerk. Einen Spalt, der in das verborgene Reich innerhalb der Altmauern führt. Näher an den Turm heranschweben. Der Turm fühlt sich ähnlich an wie der, in dem du dich gerade befindest. Anstatt aber arkanes Leben auszustrahlen, riecht er nach Staub und zerfallenem Stein. Er gleicht einem Ast, der zu verkümmern beginnt, nachdem er von seinem Baum gebrochen wurde. Er greift mit einem kaum wahrnehmbaren Ziehen nach dir, in den Eingang der Altmauern schweben. Schatten umgeben dich, sie dämpfen und verzögern dein Gehirn, deine Sicht. Du empfindest ein Gefühl der Perversion, der Falschheit. Welche arkane Macht auch immer gestattet, dass deine Sinne unabhängig von deinem Körper umherschweben? Sie scheinen an diesem Ort zu versagen. Gestalten suchen die steinernen Hallen heim, umhertreibende Manifestationen von Wolken, Klauen und Reißzähnen. Wahrscheinlich Tiermenschen, ne? Sie beachten dich nicht weiter, doch du fürchtest sie dennoch. Oder Geister. In den Tiefen dieses verbotenen Ortes ist die tiefste Kammer in Licht getaucht. Ein arkanes Symbol erhellt den Boden, doch seine Details lassen deine Augen schmerzen, wenn du es anzusehen versuchst. Mit einem sanften Ruck wird deine Aufmerksamkeit zurück zu einem neuen Horizont gezogen, auch wenn es einen Augenblick dauert, bis du Wendlins Brunnen erkennst. Du bist in deiner unmittelbaren Umgebung jetzt wieder gewahr. Aufgrund des Effekts bist du etwas wackelig auf den Beinen. Die Verbindung zwischen dir und dem Turm lässt nach. Die Arkade-Bande sind immer noch vorhanden, doch die mystischen Energien sind verstummt. Vorerst. Dein Körper ist überwältigt von Aufregung und Erschöpfung. Es ist nicht klar, ob die mystische Verbindung dich stärkt oder die Kraft entzieht. Der Turm bietet keine Hinweise auf seine Antwort. Und du weißt, dass du das zu fragen nur noch mehr Schweigen und noch mehr Geheimnisse zur Folge hätte. Die Flut der Sinneswahrnehmungen ist vorüber, aber die Position der anderen Türme verweilt in deinem Geist. Von deinem Aussichtspunkt auf der Spitze des Turms des Berges kannst du mit Leichtigkeit die mysteriösen Bauwerke entdecken. Jedes einzelne ragt hoch über seinem Umfeld in weiter Ferne empor. Seltsam. Epp krümmt den Finger, zeichnet schnell ein Sigil in die Luft und sieht dann zu, wie es verblasst. Die Magie des Ortes reagiert auf dich, das Portal, die Feuerschalen. Alles gewinnt an Intensität, wenn du dich näherst. Greifen wir nicht vor. Wir sollen uns daran erinnern, dass du Kyros Edikt abgeschlossen hast. Das ist eine große Tat. Vielleicht stellt deine Verbindung zu diesem Ort damit im Zusammenhang. Wie dem auch sei, es klingt, als sollten Fachleute für das Arkane der Sache nachgehen. Wir sollen uns nach deiner Audienz bei Turnon unbedingt unterhalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der scharlachrote Chor in den Stufen Fuß fasst. Gemeinsam werden wir ihn auslöschen. Komm zu mir, sobald du nur kannst, Schicksalsbinder. Wir haben
viel Arbeit vor uns. Interagiere mit dem Turm, untersuche die Türme, finde einen Weg zum Turm von Letians Kreuzung. On it. Ja. Was auch immer du in der Himmelfahrtshalle in Vendrins Brunnen getan hast, es hat dir die Macht gegeben, mit dem Turm zu interagieren. Bevor du die Spitze des Turms erreicht hast, hattest du eine Vision über das Land, über das Ende des Edikts. Das Verständnis dieser Vision könnte dir helfen, deine neue Macht besser einzuschätzen. Du hattest eine Vision von allen Türmen, die über die Stufe verstreut sind. Außerdem konntest du spüren, dass sie mit dem Turm, den du in Vendrins Brunnen für dich in Anspruch nahmst, verbunden sind. Sammle weitere Informationen über diese geheimnisvollen Bauwerke und suche die auf, die erreichbar sind. Du hast Zugang zum Hafen erlangt. Der Turm dieser Region ist mit dem Altmauern bei der Siedlung Letians Kreuzung verbunden. Begib dich dorthin und finde einen Weg in den Turm. Turnon ist Kyros Stimme in den Stufen und er wird ganz genau wissen wollen, was sich in Vendrins Brunnen zugetragen hat. Turnon erwartet eine Rückkehr in seinem Gericht in der Bastardstadt. Yes. Die Skulptur reagiert nicht. At least in theory, I'm supposed to be observing history and not getting myself wrapped into it. All the same, this is the thrill of a lifetime. Rarely does one stand so close to monumental moments in the making. Ich soll die Geschichte beobachten und mich nicht in sie hineinziehen lassen. Zumindest theoretisch. Trotzdem ist dies der größte Nervenkitzel meines ganzen Lebens. Meist so selten, so nah, wenn sich monumentale Momente entfalten. If given the choice between a multifaceted hive mind of treachery and a surly old soldier, General Grumps is the wiser choice. It's patently obvious which Archon is truly loyal to Kairos. Wenn du dich zwischen einem mehrgesichtigen Schwarmverstand voller Tücke und einem griesgrämigen alten Soldaten wählen musst. Also ja, mehrgesichtigen Schwarmverstand ist Nervat gemeint und der griesgrämige Soldat ist Ash. So ist General Ranskopf bestimmt die klügere Wahl. Es ist völlig offensichtlich, welcher Archon Kyros wirklich treu ist. So, I must ask. Are you planning on taking sides in the Civil War? Or do you have other plans? Also muss ich muss fragen, hast du vor, dich im Bürgerkrieg für eine Seite zu entscheiden, oder hast du andere Pläne? Ich bin ein Diener des Archonten der Gerechtigkeit, das zumindest hat sich nicht geändert, jedenfalls noch nicht. Dutifully spoken. It is Tunon's duty to arbitrate matters between the Archons, so this rift between Ash and Narat certainly falls under his jurisdiction. And here you are, thrust in the middle of the dispute. No doubt the mighty adjudicator will be relying heavily on you to get to the truth of the matter. Pflichtbewusst besprochen, es ist Tunons Pflicht, zwischen den Archonten zu vermitteln. Weswegen dieses Zerwürfnis zwischen Ash und Nervat bestimmt unter seine Gerichtbarkeit fällt. Und hier wärst du also mitten in den Konflikt hineingeworfen. Der mächtige Richter wird sich zweifelsohne auf dich verlassen, die Wahrheit bezüglich der Angelegenheit zu erfahren. Whatever you do next, consider that many eyes will be upon you. For you have both delivered and taken away the Overlord's edicts, and few will know how to make sense of the latter. You are an exception the Archons cannot afford to ignore. They will likely aim to control or destroy you. Was immer du auch als nächstes tust, vergiss nicht, dass viele dich beobachten werden. Du hast schließlich die Edikte des Oberherrn verkündet und wieder gebrochen. Nur wenige werden den Sinn im Letzteren sehen. Du bist eine Ausnahme, welche die Archonten nicht ignorieren können. Sie werden wahrscheinlich versuchen, dich zu kontrollieren oder zu eliminieren. Weißt du von anderen Edikten? Most of Kairos' edicts were either worded to end in a manner of the Overlord's choosing, or the edicts have simply continued in perpetuity. That's not to say there haven't been stories of broken edicts. They're just uncommon. Die meisten Edikte Kyros wurden entweder so formuliert, dass sie ein Ende im Sinne des Oberherrn finden, oder dass sie auf unbegrenzte Dauer fortwirken. Das soll nicht heißen, dass es keine Geschichten über gebrochene Edikte gegeben hätte. Sie sind einfach nur selten. The oldest is, I think, Golbraith and the Edict of Sorrows, and that tale dates back to around the year 110. Aside from you, the most recent was the Edict of Twisting Grasses, back in 380. Die älteste ist wohl
Kolbrat und das Edikt der Sorgen. Und diese Erzählung geht bis ungefähr ins Jahr 110 zurück. Von dem mal abgesehen war das jüngste das Edikt der verdrehten Gräser im Jahr 380. In all these stories, Kairos' edict very clearly gives its victim a single way to escape, and someone manages it. What's never happened is the pure abatement of an edict, like using a spell of warding or cancellation. In all diesen Geschichten lassen Kyros Edikte ihren Opfern einen einzigen Ausweg und manchmal schafft es jemand. Doch nie dagegen hat sich die simple Einstellung eines Edikts ereignet. Zum Beispiel durch Wirken eines Zaubers, der Abwehr oder des Abbruchs. Da merkt man, wie mächtig Kyros Edikte wirklich sind. Hast du einen Moment Zeit, knüpfen wir unser voriges Gespräch an. Also, was steht dir im Sinn? Möchtest du über gegenwärtige Angelegenheiten sprechen? Oder wäre die eher nach einem akademischen Wortschwall? Lass uns andere Angelegenheiten sprechen. Natürlich, wie kann ich dir helfen? Ein paar Fragen stellen. I am nothing if not a semi-reliable font of knowledge. What did you want to discuss? Man sagt, ich würde gerne Arkane. Man sagt, sich Weise würden so allerlei wissen. I know everything, except for who's been saying that. What's on your mind? Ich weiß zwar alles, aber nicht, wer das gesagt hat. Was steht dir im Sinn? Das wäre fürs Erste alles. Ich kann ihn hier zur Gruppe hinzufügen, ich kann andere Angelegenheiten und ich kann ihm Fragen stellen. Also, was steht dir im Sinn? Möchtest du dir gegenwärtige Angelegenheiten? Bla bla bla. Das wäre fürs Erste alles. Yes. Mit ihm rede ich wieder, wenn ich ihn in der Gruppe habe. Und ja, das Edikt hat nachgelassen. Gut. Gehen wir mal runter. Ich bin jetzt ganz oben auf dem Turm. Zitadelle von Vendriens Brunnen. Himmelfahrtshalle. Also das ist Schnellreisesystem, würde ich mal annehmen, von dem Turm. Dann mal in die Himmelfahrtshalle. Ich mache erstmal bei den Gesprächen einen Char nach dem anderen. Und das heißt, ich mache jetzt erstmal mit Beric fertig und dann nehme ich die anderen. Also erstmal Beric und Lyra und mal gucken, was App noch zu sagen hat. Unser neues Gruppenmitglied. Auf den Tellern und in den Kelchen sind nur noch Bissen schimmligen Brotes und trübes Wasser zu finden. In diesem Raum fand schon lange Zeit kein anständiges Gelage mehr statt. Der steinerne Thron ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Auf dem saß schon geraume Zeit niemand mehr. Die Feinheiten dieser Architektur lassen erahnen, dass es sich bei dem Handwerk um einen Meister seines Fachs handelte. Viel besser, als man von einem gewöhnlichen Vertreter des Stufenvolks erwarten würde. Gut, das heißt, wir können jetzt mal die Himmelfahrtshalle durch die Baracken verlassen. Mal gucken, was sich da jetzt aufgetan hat. Also erstmal sind sie wieder unerkundet. Diese kleinen Baracken sind nicht annähernd groß genug, um der Vendrin-Wache einen bequemen Unterschlupf und ausreichende Erholung zu bieten. Geschlafen wird in kurzen Schichten, die Soldaten wechseln sich in den Betten ab. Good thing I keep a torsion wrench handy. Forschung Dolchpläne, okay. Turm-Upgrade-Bibliothek, das hat was mit dem Turm zu tun. Cool. Diese Planfabrikate beschreiben die Fertigung einer mächtigen Waffe. Es sind jedoch weitere Nachforschungen nötig, um die Lücken im Plan zu schließen. Für diese Forschung benötigst du Zugang zum Turm-Upgrade-Bibliothek und die erforderlichen Materialien. Oh cool, man kann doch craften und zwar sogar richtig craften. Das Übungsgelände ist mit Blutflecken bedeckt. Neue Mitglieder der Vendrin-Wache kämpften hier gegeneinander, um ihre Kampfkunst zu perfektionieren.
Ja gut, das, was wir vorhin plündern konnten, können wir jetzt nicht mehr plündern. Pläne, Eisensperre, Handschuhe. Neuer Turmspieleplan verfügbar. Für die Herstellung von Eisensperre-Handschuhen benötigst du Zugang zum Turm-Upgrade-Schmiede. Ja. Da ist noch ein Secret in der Wand. Händlerstiefel, die können... Erstmal weg. Seit Kyros Erobung ist Nahrung in den Stufen viel knapper bemessen. Die Venrim-Wache muss mit wenig auskommen. Ja, irgendwie sieht hier alles ein bisschen kaputter aus als vorher. Rohes Fleisch. Bin mal gespannt, ob ich auch Turm-Upgrade-Küche machen kann. Rastvorräte brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Gut. Oh, die beiden haben sogar was zu sagen. Ja, das gucken wir gleich mal. Aber Turm-Upgrades. Ich kann nur Leute anwerben, ich kann aber noch nichts upgraden. Ah, das ist eine Machtanzeige.